Der Kräuterbauleg, mehr Geschäft, wie sie alle heißen, ja, die sagen natürlich, planbare Lead-Generierung und Neukundengewinnung und sogar Mitarbeitergewinnung kann man über ja, Ads schalten machen. Ja, und don't get me wrong, wir machen ja auch Ads für unsere Kunden, primär Google Ads, Facebook Ads machen die dann häufig und ja, und dann sagen die eben, okay, also ich kann hier quasi eine Stellschraube machen, ich kann hier quasi Ads schalten und dann kann ich quasi hochskalieren, runterskalieren, also ich kann quasi so ein bisschen wie so ein Regler bei der Stereoanlage, na, oder also oder bei deinem Handy einfach die Lautstärke hoch und wieder runterfahren, ja. Und das ist natürlich schon bedingt richtig, aber letztendlich es gibt dort auch Nachteile. Zum einen lässt sich häufig, insbesondere Facebook, ja, nicht beliebig und auch nicht beliebig schnell rauf und runter skalieren, weil dann sonst der Algorithmus irgendwie durcheinander kommt und so weiter. Hierzu gerne mal einen Experten, unabhängigen Facebook-Experten befragen, auch gerne über uns. Ja, das ist bei uns die Stefanie, die kennt sich mit Facebook einfach super gut aus. Ich persönlich nicht, also da einfach bei uns eine Anfrage stellen. Letztendlich, ich kenne mich mehr mit LinkedIn und mit Google aus persönlich, aber wir als Firma sozusagen machen auch sehr viel mit LinkedIn und Google. Und es gibt natürlich immer eine Kehrseite. Das heißt, jede Münze, ja, jede Medaille hat eine Kehrseite, also einen Vorteil und einen Nachteil. Und häufig werden eben einfach nicht immer beide Seiten, wie so ein Journalist, ne, sondern wird einfach irgendwie eine ganz bestimmte Methode verkauft, ohne dann die Nachteile eben vorweg zu nehmen, beziehungsweise hier auch nochmal zu präsentieren, einfach fairerweise auch zu sagen, okay, diese Methode hat Vorteile, aber auch die Nachteile. Und gleich vorwegzukommen, auf den Punkt zu kommen, der ganz große Nachteil von Ads und auch für Google Ads, das gilt auch für uns und für unsere Kampagnen, die wir für unsere Kunden schalten, ist einfach Long-Term versus Short-Term. Ja? Das heißt, der ganz große Nachteil bei Google Ads, wenn ich, das sage ich euch gleich am anderen Whiteboard, weil ich will heute hier nicht weiter Papier verschwenden, CO2-freundlich, ja, CO2-freundlich, deswegen nehme ich euch jetzt mal kurz mit zum unserem Whiteboard, bis gleich. Ja, hey, grüß dich. Ja, ich bin gerade am Checken. Bei einigen meiner Kunden checke ich regelmäßig die Dashboards, was die Google Ads bei uns betrifft und das Zusammenspiel von Leads-Generierung über Ads und dem kompletten Rest der Lead-Generierung und dann letztendlich auch dem Return on Invest. Und warum ist es so wichtig? Weil letztendlich, ja, es stimmt, dass man letztendlich über bezahlte Werbung ja, generell Regler hochziehen kann. Also meiner Meinung nach auf Google ein bisschen besser wie auf Facebook. Da muss man nicht ganz so vorsichtig sein, aber auch da gibt es Unterschiede. Also wenn ich zu schnell hochfahre, das Ganze, na, dann kann es mir auch irgendwie meine Resultate verzerren. Ja. Aber letztendlich gibt es auch dafür entsprechend bei uns Expertise. Und kannst du da gerne auch mal einen Termin bei uns buchen. Jedoch die eine Sache, die ich einfach hier mal kurz herausstellen möchte, wirklich ist, und was einfach viel zu kurz kommt da draußen von den ganzen anderen Anbietern, ja, Coaching, Consultants und Trainern und auch Agenturen und so weiter, die letztendlich ja sehr stark davon leben, dass sie ja ihren Kunden nahelegen, dass sie eben hier Google Ads schalten, ist das Folgende. Bleibt mal kurz dran. Ja, der eine ganz große Vorteil bzw. gleichzeitig der Nachteil zwischen SEA und SEO, so wird es also nennen, auch traditionell bei Google Ads, ist letztendlich Liquidität. Das heißt, du hast natürlich, wenn du hier Google Ads schaltest, beziehungsweise Facebook Ads. Klar kannst du relativ schnell Traffic erzeugen. Der ganz große Nachteil davon ist, dass eben Google und Facebook relativ knallhart dir auch die Kohle abbucht. Das heißt, und das letztendlich natürlich generell schneller passiert, als wie dass du die Kohle wieder reinholst. Und das ist eben insbesondere in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen bei Klein Marketing, im B2B-Umfeld, wo die Sales-Zyklen insgesamt wesentlich länger sind. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Coaching verkaufe oder irgendwelche Online-Kurse oder
irgendwelche Masterminds oder sonst irgendwas, wo ich ja teilweise Vorauszahlungen sogar habe, teilweise sogar Vorauszahlungen, siehe alles, was so über Copecard geht, ja, und dann muss man da so einen Haken dran drücken, dass ich nicht mal die 14-tägige Rückgabegarantie irgendwie da sozusagen selber aushebeln muss. Ansonsten kann ich das Produkt, also diesen Online-Kurs, gar nicht kaufen. Da habe ich unlängst auch selber nochmal einen Kurs gekauft und mal gecheckt, wie das Ganze so funktioniert. Und letztendlich ist ja das absolute Extrem-Gegenstück. Ja? Und dass ich natürlich, wenn ich also instant Return Invest habe, ja? Und auch noch mit so einem Haken drinnen, wo ich dann quasi aushebeln kann, dass ich sogar sämtliche potenzielle Refunds, also Geldrückgabegarantien, ja, damit auch noch cancele, weil es gibt auch immer einen Prozentsatz, ja, von Kunden, die sich dann wieder anders überlegen und dann sagen, okay, der Kurs gefällt mir doch nicht, ich möchte mein Geld zurück, was ja eigentlich 14-tägige Rückgaberecht, also generell ja auch bei Business to Consumer ja auch so gesetzlich im Handelsbuch und so weiter verankert ist in Deutschland. Also du kannst ja jedes Produkt innerhalb von einer gewissen Zeit wieder zurückgeben. Das sind sogar eigentlich die ganzen B2C-Geschäfte eigentlich auch rechtlich daran gebunden. Es sei denn, du stimmst natürlich überein, dass du es nicht haben willst. Ja? Und das in diesem Funnel, ja, bei Copecard finde ich immer witzig, ja, wird man sozusagen dazu gezwungen, ansonsten kann man das Ding gar nicht kaufen. Ja? Also wenn man dieses Rückgaberecht nicht verzichtet. Ja? Also eine Verzichtserklärung sozusagen. Und was natürlich hier der ganz große Vorteil ist vom Anbieter, der hat natürlich hier eine Garantie, eine 100%ige Garantie des Return Invests von jedem gekauften, ja, von jeder gekauften Einheit. Und das natürlich hier, was der Hintergrund des Ganzen ist, sind Engpässe vorbeugen. Denn der ganz große, der größte, sag mal, der größte Punkt, die größte KPI oder was du halt in diesen Dashboards berücksichtigen musst, ist Liquidität. Also ich würde mal sagen, vielleicht ist sogar der größte, ich würde mal sagen, die größte Kenngröße überhaupt für alle großen und kleinen Firmen überhaupt ist Liquidität. Das heißt, es gibt so viele Firmen da draußen, die haben ein gutes Produkt, die haben eine gute Dienstleistung, ja, die haben gute Mitarbeiter. Also da passt eigentlich wirklich alles, alles ist super, alles richtig gemacht. Nur es fehlt halt einfach die Liquidität. Und wenn die Liquidität fehlt, ja, dann wird einfach eine Mahnung rausgeschickt. Dann wird einfach die Stromrechnung, ja, kann dann nicht bezahlt werden, also im Extremfall, dann wird der Strom abgeschalten, ja, so wird sich kein Internet mehr, oder was weiß ich. Ja, also, oder also mal, das ist schon ein Extremfall, aber du kannst den Mitarbeiter nicht bezahlen, dann macht der die Probleme. Oder du kannst halt einfach die Google Ads nicht mehr bezahlen. Und das ist halt einfach genau der Punkt. Wenn ich also SEO mache, ja, also organischen Content generiere, da investiere, habe ich auch ein Investment. Und natürlich habe ich da eine viel größere Zeitverzögerung. Das heißt, der Timeframe, für die sozusagen die Gratification. Hier, also hier ist irgendwo SEA, ja. Ich schalte hier am Tag X, ja, schalte ich SEA. Und hier habe ich dann sofort Return on Invest eventuell, ja, oder zumindest Instant Gratification, ja. Und wenn ich aber SEO mache, ja, dann habe ich hier, sagen wir mal, hier vielleicht, ja, irgendwie so nach 3, 4, 5 Monaten, ja, 6 Monaten oder sowas, ja, dann kommen hier so die ersten Leads rein. Je nachdem, welche Webseite du hast, ob die schon da ist und so weiter und so weiter. 10.000 Sachen, auf jeden Fall hier auch mal gerne mit uns direkt sprechen. Noch bieten wir kostenlose Erstgespräche an, nicht mehr sehr lange. Und wenn ich aber jetzt sage, okay, ich habe hier nach 3, 4, 5 Monaten aus Gründen, die überhaupt nicht deine Fehler sind, das heißt, du kannst aber gar nichts dafür. Das sind also sogenannte External Factors, ja, oder schwarze Schwäne, wie zum Beispiel die Pandemie oder wie ein Ukraine-Krieg oder was auch immer, oder die Zinsanhebung, plötzlich geht es in der Baubranche, irgendwie in der Branche plötzlich schlecht. Es kann sonst irgendwas passieren, eine Krise nach der anderen, plötzlich sind sogenannte External Factors, und du kannst gar nichts dafür und kommst in Liquiditätsengpässe. Jetzt hast du auf einen Schlag, ja, musst du alle deine SEA, all deine Google Ads, all deine Facebook Ads, ja, musst du halt canceln, ja. Und jetzt hast du, weil du dir quasi auf Knopfdruck,
und das ist ja der sogenannte Vorteil, aber es ist gleichzeitig der Nachteil, auf Knopfdruck jetzt keine Traffic mehr hast, hast auch keine Leads mehr und du hast auch gar kein, und deswegen würde ich das auch immer kombinieren und zwar im Verhältnis 80-20 am Anfang. Individuell müssen wir das auch begutachten, also gerne bei uns einen Termin buchen. Aber wenn du nur diese ganzen Ads die ganze Zeit schaltest, du schaltest die ab und dann ist es vorbei, Sense, Ausschluss, fertig. Ja? Null Leads. Wenn du jetzt quasi Liquiditätsengpass hast, ja, bist dazu gezwungen, die Ads abzuschalten, dann hast du genau null Leads. Ja? Wenn du aber hier SEO machst, das heißt also organischen Traffic generierst, ja, im weitesten Sinne, also Google Ads, YouTube-Videos, ja, Text und was weiß ich, Bilder und so weiter, also das heißt SEO, dann hast du hier quasi nach 3, 4, 5 Monaten, selbst wenn du sagst, hey, liebe Agentur, wir müssen hier unbedingt stoppen, ja, ich hau hier die Notbremse rein und so weiter, oder Mitarbeiter musst du entlassen, der dir irgendwelche Videos immer zugemacht hat, was weiß ich, ja, das heißt, du musst einfach hier downsizen über einen gewissen Zeitraum oder einfach mal pausieren eine Kampagne, dann hast du hier trotzdem noch Leads. Es kann sogar sein, dass wenn du das mal eine gewisse Zeit ruhen lässt, ja, dass es sogar sich noch potenziert. Ja? Warum? Weil einfach Leute, zum Beispiel, also ganz besonders, wir machen ja auch, zum Beispiel, wir bauen ja auch YouTube-Kanäle auf für Kunden von uns, weil du häufig Videos vorgeschlagen bekommst auf YouTube, die hast du vor 4, 5 Jahren, haben wir irgendwo hochgeladen. Ja? Das heißt, du hast hier so eine Art Zinseszinseffekt, ein Compound Interest, ja, sozusagen. Also, falls du es aus der Finanzindustrie kennst, was das ist, erstmal mal googeln, den Josephs-Pfennig, ja. Irgendwann mal, wenn du mal ein paar tausend Videos hochgeladen hast, dann hast du da so viel Reichweite, die sich sozusagen gegenseitig befruchtet permanent, ja. Wenn du natürlich entsprechend den Content auch qualitativ aufbereitest, dann ist es halt einfach sozusagen ein extremer Unterstützer, ja, für deinen B2B-Sales-Prozess und Neukundengewinnung und alles, was dazugehört, sogar Mitarbeitergewinnung, weil sich die nämlich auch anschauen, okay, was macht er so? Und Mitarbeiter, wenn sich zum Beispiel im Recruiting-Prozess, viele haben ja auch das Problem mit Mitarbeitern, dass sie keine vernünftigen Mitarbeiter finden und so weiter, ist eine schwierige Sache, habe ich auch schon viele Videos darüber gemacht, aber wenn die sich zum Beispiel jetzt über deine Firma schlau machen, dann sehen die halt einen Haufen Content und wenn der gut ist, dann beschleunigt es auch den Recruiting-Prozess und dann sind auch letztendlich gute Leute mehr interessiert daran, für dich zu arbeiten. Die werden sich kaum die Ads anschauen oder sowas. Also wenn du nur Ads schaltest, ja, dann ist es auch eher unwahrscheinlich, dass sie die finden, weil wir die ganz, weil das ja gar nicht, häufig gar nicht in deiner Zielgruppe sind. Deine potenziellen Mitarbeiter sind eine komplett andere Zielgruppe. Das heißt, die sehen gar nicht diesen Ads-basierten Content. Ja. Das ist aber nochmal ein zusätzlicher Faktor, den du halt bei organischen Strategien und Marketing und Content-Generierung einfach auch nochmal zusätzlich on top hast. Ja. Okay, das hat es gewesen für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das betrifft, dass man einfach sagt, okay, es geht nicht nur letztendlich darum, dass du per Knopfdruck hochskalierst, ja, sondern das Gleiche geht auch die andere Richtung. Ja. Und das ist ein ganz großen Vorteil, den habe ich gerade nochmal ausführlich erklärt. Und dann würde ich dir einfach auch nahelegen, dass du dir eine Content-Strategie aufbaust, die du sozusagen komplementär zu allen anderen Vertriebsmaßnahmen und Marketingmaßnahmen eben möglichst von ersten Tag an fährst. Ich habe jetzt heute erst gerade wieder einen Call gehabt mit einer Firma, die hat gesagt, Thomas, ich finde dein Proposal, also dein Angebot super, nur aktuell haben wir quasi, sind wir out of capacity, wir müssen das Ganze, den ganzen Vertrieb, den wir mit dir, mit deiner Hilfe geplant haben, müssen wir nach hinten verschieben, 3 Monate. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde aber eins raten, die Webseite, das, was ich dir angeboten habe, die Webseite, den Remake, also die Webseite neu machen, dann die ganzen YouTube-Kanal aufsetzen und all die ganzen Content, also Blogposts und so weiter, am besten sofort starten. Denn wenn wir dann mit dem Vertrieb starten in 3 Monaten, dann haben wir da schon die Content-Basis, die uns im Vertrieb supportet. Ja? Also es ist einfach immer, wenn mich jemand fragt, wann soll ich mit organischem Content starten, also mit SEO im weitesten Sinne, ja, dann lautet die Antwort immer nur gestern. Ja? Das ist die einzig richtige Antwort auf diese Frage. In diesem Sinne, bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.
Wahnsinn. Ich komme mir vor wie in der Schule.